Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir sind hier bei Diplomatische Immunität, der Quest. Und wir haben uns gerade verzogen von dieser, ja, echt rauschenden Feier mit ein paar Typen, die da herumstanden, und folgen jetzt unserem Kontaktmann durch die Küche. Wer kommt da, Malbo? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Ich habe nichts gesehen. Nun gut. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Ist okay. Mach zu. Beeilt euch. Ich muss wieder zurück. Okay, abgeschlossen. Optional, beschaffe dir deine Ausrüstung zurück. Drachenrüstung. Wir werden da alles nehmen. Hat jemand meine Abwesenheit bemerkt? Gut so. Wir ziehen das Zeug gleich an. Und machen dann weiter. Wir müssen da wahrscheinlich durch diese Tür, wenn der die andere abschließt. Bekleidung, wir brauchen da, was brauchen wir? Ausrüsten. Und das war's dann auch schon, ja? Wir haben ja sogar nicht dabei. Okay, Waffen. Jetzt muss ich nur schauen, haben wir das Zeug in der Shortcut? Das Schwert, das ich so gern habe, das liegt immer ganz unten, natürlich. Und unsere Daedra, schauen wir mal. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Ja. Okay. Dann gehen wir's an. Verschließ es. Beeilung, wenn jemand auf der Feier meine Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Muss ich da jetzt raus? Okay. Beeilt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Was mache ich mit dem Typen jetzt da? Suche nach Informationen, pipapo und so weiter und so fort. Ja, das hatten wir ja schon. Wir können da aber zuerst einmal gleich Unsichtbarkeit und Lautlosigkeit hatten wir auch irgendwo, ja? Womöglich, dass etwas nicht stimmt. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wieso verliere ich da an Magica? Oh, verflixt, die haben mir meine... Oh. Was haben die mir da abgenommen? Ringe und Diademe, gell? Oh, weh, Leute, das wird nicht gut. Verflixt. Au, ja, weil die mit dem Zauber belegt waren. Ah, ich muss da was testen gleich mal. Was haben wir? Ein Heilzauber? Was habe ich denn drauf auf meinen Rüstungen? Sorry Leute, ich mache hier einen kurzen Schnitt, ja? Ja, Leute, wir sind da auf ein Problem gestoßen. Ja, wir haben da nur mehr Zerstörungszauber. Und der Herstellungszauber muss auch reichen. Ich denke mir, wir werden da zuerst einmal die Vorschlaghammer-Methode ausprobieren. Schauen, wie weit wir kommen. Ich werde Daedra spawnen und dann
mit Zerstörungszauber arbeiten, weil ja, Zerstörungszauber müssen wir auch noch leveln, da brauchen wir auch noch einen Master Spell. Und schon geht es los. So, der Aethra haben wir auf der Shortcut. Spawnen wir den Jungen. Und dann hauen wir gleich Verbrennen rein. Passt. Wo ist denn unser? Habt ihr all die Roben heute früh vorbeimarschieren sehen? Zu wem gehören sie? Wo seid ihr? Das war gar nicht! Wir verlassen uns da. Genug! Ich werde euch... Ah. Das war schon alles? Der entzieht uns ja einiges an, an Leben, ne? Komm her. Das war schon alles. Mehr hab ich nicht drauf. Wo habe ich denn jetzt meinen Daedra gespawnt? Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Dieser Fiesling. Oh. Na gut, dann machen wir das ganz anders. Komm her, du Heinzi. Oh, warst du schon? Okay. Mein Daedra. Ich weiß nicht, ob das jetzt El oder Robert war. Ja? Der hat sich da irgendwo verzogen. Ich werde mich mal heilen müssen, gell? Komm her. So, und weiter geht's im Text, ja? Wir nehmen das Zeug mit. Mit Schleichen und so ist ja gar nichts mehr. Okay, jetzt muss ich nur noch kurz einmal reinschauen, wie es da ausschaut. Bekleidung und wir haben Tragelast 400. Ja, da können wir schon einiges mitnehmen. Gut. Aber weiter im Text. Wir müssen darauf, glaube ich. Da gibt es, glaube ich, nicht viel zum Durchsuchen. Ah ja, das ist Schmarrn. Das machen wir nicht, oder? Da drin? Irgendwas Besonderes? Schmarrn. Das brauchen wir alles nicht. Wir schauen, dass wir hier weiterkommen. Ist ein ungemütlicher Ort hier. Kommen wir wieder raus? Himmelsrand, genau. Aber wir schauen mal in den ersten Stock rauf. Und das recht rasch. Jetzt schaue ich, dass ich mich spute hier. Da ist er, ja. Ah, da oben müssen wir rein. Okay, das passt auch so. Da irgendwas Besonderes? Ne. Darüber noch schnell. Lauf zu, Mädel. Da rein. Irgendwas Besonderes, da ist ein Seelenstein, den nehmen wir mit, ja. Und das Buch. Aethra und Aethra nehmen wir. Ihr wisst ja, da gibt's einen Heiltrank. Schwaches Gift. Da unten auch. Und noch ein Buch. Das Firmament, das kennen wir, glaube ich, schon, ja. Gut, so, ich bleibe jetzt in der First, okay? Nehmen wir. Und da war ja noch was. Lavendel. Für den Kleiderschrank zu Hause. Ja, wir kommen immer verschwitzt nach Hause, extrem. Verstunken. So. Jetzt aber genug. Und jetzt hier raus, okay? Ups, ups. Da ist auch ein Buch. Sorry, das. Geschichte und Kultur des Thema kennen wir auch schon. Darüber. Und? Und verbrennen in die Hand.
ihr wisst ja, leveln und so und weiter geht's in die Richtung. Da kommen sicher auch noch Gegner auf uns zu und die hauen mir zu Klump. Einfach so, weil es uns Freude macht. Schauen wir, wie lange wir hier überleben. Einen bösen Gegner zu erwischen, das darf uns jetzt nicht passieren. Ja? Aber, ja. Selbst der Drache lacht uns aus. Wir müssen darüber. Ah, wir mischen die ganze Partie auf einfach, ja. Weil es so lustig ist. Oh, da schießt einer mit Pfeilen. Oh, schaut ihr, wie viel? Wir brauchen unseren Freund wieder. Ein Herausforderer! Er ist in der Nähe! Okay, da noch einer. Das geht ja wie im Schnürchen, Leute. So. Dann wieder verbrennen in die linke und warum wir immer beidhändigen Zauber verwenden, weil wir können die Gegner damit so rückstoßen. Wo war denn jetzt der Eingang? Da rein, okay. Bevor wir da... Ich werde mich an eurem Herzen laden. Ja, da drüben ist die Partie, die tanzt und feiert. Wir werden aber da reingehen. Ich rieche Schwäche. Ja, komm. Wir gehen da rein in die Botschaft und machen einfach einen Feuerzauber und das passt auch schon. Ja, wir verlassen uns da ganz auf unsere Schmiedekunst. Wir haben ja eine tolle Rüstung gebaut, ja. Ja, ein paar Hiebe und ein paar Zauber stecken wir schon weg. Der da versteckt er sich. Komm her. Ich werde euer erbärmliches Leben. Da rollen die. Bitte bringt mich nicht um. Okay, ist okay. Lass mich dich. Gut so. Und unser Daedra ist verschwunden, ja? Der durfte da nicht mit rein. Na gut. Da ist nichts für uns. Der Geist von Nieren? Ja, ich hau die ganze Stimmung da weg. Ich weiß. Durchsuchen wir da gar nichts. Aber wir müssen ja irgendwelche Aufzeichnungen finden. Das war ja so. Da unten. Da gehen wir dann auch runter. Aber ich denke mal, wir müssen da in den ersten Stock einmal rauf. Schauen, ob da alles klar ist. Da ist eine Truhe, genau da müssen wir rein. Ne? So, haben wir einen Beweis. Einmal lesen, ja. Drachenuntersuchung. Erste abgesandte Eleven. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, fehlt aber allen Anschein nach die Information zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird. Es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. 2 Tage sollten reichen, um alles aus
ihr herauszubekommen. Jawohl. Solltet ihr einstweilen unsere Verhörtechnik begutachten wollen, so ist eure Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen der Einfachheit halber in der Zelle untergebracht, die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. Rolindil, jawohl. Das war's. Dossier der Talmor, Delfine, die haben von Ulrich Sturmantel, ein Schlüssel zum Verhörzimmer. Das lesen wir das nächste Mal. Und wir machen hier, ja, gleich einen Cliffhanger. Ich schätze, jetzt ist alles klar. Ist da jemand? Ja. Ich rieche Schwäche. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Der hat sich ja schon ergeben, der Depp. Es lebt die Legende. Ciao, Leute. Für wahr, das Drachenblut ist da.